Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ihr seht es schon hier, es ist sehr herbstlich. Ich muss euch jetzt mal ganz kurz einen wunderschönen Kranz zeigen und euch ein bisschen auf Herbst einstimmen, denn ich habe mich an diesen Farben orientiert für meine Karte heute. Ich möchte nämlich mit euch eine schöne Herbstkarte machen. Die wird so ähnlich aussehen wie diese hier. Ich mache den Hintergrund auf der zweiten Karte ein bisschen anders, ein bisschen heller. Das habe ich schon mal ausprobiert. Diese Karte ist mit einer ganz witzigen Stanze gemacht und ist schnell gemacht und macht, glaube ich, richtig Spaß, weil man sich wieder mit Stempeln voll austoben kann. Und die machen wir jetzt einfach zusammen. Ich halte euch wie immer mal die Bestellnummern ins Bild. Ich habe mir von den Farben ausgesucht einmal ein bisschen Himbeerrot als Reststück, ein Stück Merlotrot, ein Stück Saharasand und ein Stück Terrakotta. Wenn ihr die Bestellnummern braucht, die stehen hier. Falls ihr sie braucht, macht ihr einfach ein Pausebild. Und als Maße habe ich jetzt hier einmal Saharasand in 12,5 x 9 cm, Terrakotta in 13 cm x 9,5 cm und Merlotrot in 28 cm x 10,5. Das habe ich mir schon bei 14 cm gefalzt. Und wenn ihr die Karte genauso nachbasteln wollt wie diese hier, dann müsst ihr Ziegelrot verwenden. Also ich habe hier im Hintergrund Ziegelrot in der gleichen Größe wie das Saharasand. Genau, dann starten wir jetzt einfach mal los. Als erstes fangen wir an mit Stempeln. Meine Stempelfarben sind einmal Terrakotta, Ziegelrot und Merlotrot. Und als Stempelset habe ich mir ausgesucht einmal das Stempelset Tu, was du liebst. Das ist einfach super schön, weil es so viele Hintergrundstempel auch hat, die man jetzt für den Herbst auch perfekt verwenden kann, finde ich. Das ist sehr schöne Blütenelemente. Ich habe jetzt einmal den Zweig, den kleinen Zweig und den Blumenzweig hier unten ausgewählt. Auf meiner Beispielkarte habe ich auch noch die kleinen Blüten. Die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht hinmachen, aber die könnt ihr natürlich auch nehmen. Und als Spruchset fand ich unheimlich schön das Stempelset über den Wolken, weil das einfach ganz, ganz tolle, total passende Sprüche hat, finde ich. Einmal, du gibst mir Rückenwind, das benutzen wir jetzt. Träume sind nie zu groß, finde ich, passt auch ganz gut. Luftpost für dich wäre, glaube ich, mega cool, wenn man auch noch einen Gutschein reinpacken würde. Oder lass dich mal treiben, auf zu neuen Horizonten. Ich finde, es passt auch alles sehr gut zu unseren kleinen Herbstdrachen. Und ja, wenn ihr das auch habt, könnt ihr das da super für nutzen. Jetzt nehme ich mir das Merlotrot und den Stempelset. Du gibst mir Rückenwind und stempel mir, habe ich jetzt gesagt, Stempelset. Den Stempel Rückenwind und stempel mir das jetzt hier unten so links auf die Karte. Merlotrot kann dann schon wieder weg, das brauchen wir eben nur ganz kurz. Dann nehme ich mir das Terrakotta und das Ziegelrot, das mache ich mir auch gleich auf. Und ich fange jetzt tatsächlich an mit dem kleinsten. Eigentlich macht man es so, dass man erst die großen Stempel, die größeren Stempel aufstempelt, wenn man sich so selber ein Designerpapier macht und mit dem kleinen Stempel dann die Reste auffüllt. Aber irgendwie, ich will jetzt mit dem kleinen anfangen. Ich finde den so schön und den nehme ich jetzt mit Terrakotta und stempel mir den einfach mal hier so ein bisschen quer drüber. Und am besten ist auch, wenn man sich das immer ein bisschen dreht, den Stempel. Und in so verschiedenen Positionen aufbringt. Dann nehme ich mir jetzt mal die Röschen, also diesen Stempel mit den Röschen dran. Und dann nehme ich jetzt das Ziegelrot und mache es so, dass ich mir das vorher immer einmal noch abstempel. Und mir dann auch einfach so ein bisschen über meine Karte gehe. Ich habe jetzt hier ein bisschen zu fest aufgedrückt, da habe ich leider so ein paar Ränder. Seht ihr hier oben? Aber das macht nichts. Das ist die Individualität des eigenen Designerpapiers. Dann nehme ich mir noch den Zweig und den nehme ich mir jetzt nochmal in Terrakotta. Und hier könnt ihr jetzt entweder gleich die volle Farbe nehmen oder auch nochmal einmal abstempeln. Gucken wir mal, wie wir den hier noch reinkriegen.
glaube, so passt's. Ich zeige euch jetzt noch eine andere Idee. Hier habe ich den Zweig auch in Terrakotta gestempelt, aber nicht vorher einmal abgestempelt. Und hier habe ich ihn vorher einmal abgestempelt. Da sieht man jetzt so ein bisschen den Unterschied. Das ist einfach nur ein bisschen kräftiger vom Gesamteindruck. Da könnt ihr einfach entscheiden, was euch besser gefällt, und das klebt ihr euch dann vorne auf die Karte. Okay, ich räume ein bisschen auf und wir sehen uns gleich. Als nächstes nehme ich mir die Stanze Etikett nach Maß. Die hat eigentlich, gehört sich das so. Und ich habe mir aber gedacht, ich finde, es eignet sich super, um Drachen zu machen, und werde mir das jetzt einfach so rum dann ausstanzen. Seht ihr auch gleich. Und ich nehme jetzt als erstes mal mein terrakottafarbenes Papier und stanze mir hier in der Mitte einfach mal zwei aus. Wir brauchen nur einen, aber dieses Papier, das sieht man dann nachher nicht, dass da was ausgestanzt wurde. Das könnt ihr den zweiten für die nächste Karte noch benutzen. Und dann nehme ich mir noch ein Reststück in Merlot-Rot und stanze mir auch mal ein Etikett aus. Und dann schnappe ich mir einfach die Schere und schräge mir das noch ein bisschen so ab hier, dass das noch ein bisschen spitzer ist auf der einen Seite. Und ich fand eigentlich diese Form als Drachen perfekt. Ich finde, das ist eine gute Drachenform. Mein Mann hat aber gesagt, das muss spitzer sein. Habe ich irgendwo? Man kann sich das natürlich aber auch so komplett spitz machen. Vielleicht hat das dann eher eine Drachenform. Aber ich finde eigentlich, dass das ist für mich eine schöne Drachenform. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was da für euch eher die Drachenform ist. Eher so oben gerade oder oben auch spitz? Ich lasse das jetzt so, mir gefällt es so. Jetzt kommt noch ein ganz kleiner Einschub ins Video. Und zwar habe ich mir jetzt noch eine dritte Art ausprobiert. Und zwar habe ich die Drachen jetzt oben nicht ganz spitz zugeschnitten, sondern nur so leicht flach. Also nicht so flach wie hier, aber ein bisschen spitzer. Also das ist jetzt vielleicht noch die dritte Möglichkeit. Entweder ganz spitz, so wie mit dem Designerpapier, das ihr gesehen habt, oder so. Oder wirklich so sehr flach. Also, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich habe jetzt auch ein Designerpapier genommen. Ich habe einfach meine Designerpapierreste hier noch in sämtlichen Hüllen drin und habe mir gedacht, vielleicht machen wir das jetzt auch noch mit dem Designerpapierrest, weil ich eigentlich ja die Karte machen wollte, um euch zu zeigen, was man aus Restpapier noch machen kann. Und dann habe ich doch Farbkarton genommen. Und deswegen habe ich mir jetzt nochmal einen Drachen ausgestanzt aus Designerpapier. Und wir entscheiden dann nachher einfach spontan, was uns besser gefällt. Ich schräge das jetzt trotzdem mal ab und halte mir das dann nachher mal hin, was mir von der Farbkombination besser gefällt. So haben wir jetzt drei Drachen zur Auswahl. Genau. Und was ich dann noch gemacht habe, da habe ich eine Stanze genommen, den Lebkuchenmann. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, die gibt es nicht mehr im neuen Katalog. Da ist so ein Schleifchen mit drinnen. Also falls ihr die Stanze zu Hause habt, dann nutzt doch diese Schleifchen, diese kleinen, einfach um die Schleifchen hier auf den Drachen zu machen. Ich finde, es passt da einfach perfekt. Ich stanze mir da jetzt einfach ein paar aus. Ich zeige euch aber auch gleich, wie ihr es machen könnt, wenn ihr dies jetzt nicht habt, die Stanze. Das macht auch nichts, das kann man sich auch selber zuschneiden. Aber wer sie halt hat, die ist halt total praktisch. Der kann die auch gleich nutzen. Und hier habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt auch noch Himbeerrot. Irgendwie passt es von der Farbe noch ganz cool dazu, zu diesen herbstlichen Tönen. Und stanze mir da auch noch zwei aus. Also ich habe jetzt zwei in Himbeerrot, zwei in Merlotrot und eines in Terrakotta. Und jetzt nehme ich mir nochmal das Merlotrot und zeige euch auch mal schnell, wie ihr das selber ausschneiden könnt. Wenn ihr so einen Streifen habt, dann könnt ihr euch einfach so ein bisschen, ja, in die Richtung Mitte schneiden und dann einfach von der anderen Seite nochmal. Und dann habt ihr ruckzuck auch so ein Schleifchen, das man verwenden kann. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen schmäleren Streifen nehmen oder ihr lasst es so. Und ich habe jetzt mit dem auch noch hier oben meinen Drachen verziert, also das mache ich jetzt eben auch. Deswegen brauche ich das jetzt auch gleich, aber so könntet ihr auch natürlich eure Schleifchen hier unten schneiden, dann muss man die Stanze einfach nicht unbedingt haben. Das ist eben nur praktisch, wenn man sie hat, dann geht es halt schneller, aber wenn nicht, dann macht das auch überhaupt gar nichts aus. Okay, und dann können wir schon ans Zusammenkleben gehen. Dazu nehme ich jetzt einfach den Flüssigkleber und klebe mir zuerst mal mein terrakottafarbenes Papier auf, meine merlotrote Karte.
So. Ich habe heute auch mal einen breiteren Rahmen als sonst. Fand es schön mit den Farben, dass man die so noch ein bisschen sieht. Deswegen ist der Rahmen ein bisschen breiter als bei meinen sonstigen Karten. Wobei sich das ja immer mal wieder ändert. Dann kleben wir jetzt unser Papier auf. Unser bestempeltes Papier. Und ihr seht jetzt gleich, da sieht man dann natürlich auch nichts mehr von der Stanzung, die wir da gemacht haben. Auch hier, wenn ihr mal guckt, sind die Rahmen unterschiedlich. Da könnt ihr gucken, was euch besser gefällt. Hier sind sie ein bisschen breiter und hier ist es jetzt ein bisschen schmaler. Aber wirkt schon ganz anders, gell? Also die Karte ist im Prinzip gleich aufgebaut, nur mit einem anderen Papier und schaut schon ganz anders aus. Und jetzt habe ich mir gedacht, könnte man auch ein bisschen mit dem Grün spielen. Ich werde es nicht machen, aber es bietet sich eigentlich an. Eigentlich ist es auch schön, ein bisschen Grün mit reinzubringen. Aber ich bleibe jetzt bei meinem Farbkonzept und klebe jetzt meine Drachen noch auf. Und ich möchte hier oben diesen Fleck ein bisschen überdecken. Mal gucken, wie ich es mache. Dann nehme ich nochmal ein Stück Leinenfaden. Schneide mir da einfach ein Stück mal ab. Und klebe mir jetzt meine zwei Drachen auf. Ich habe ja hier die Gesichter drauf gemalt, das kann man immer noch machen. Ich lasse das jetzt erstmal weg. Ich mache euch heute einfach mal viel Auswahl. Ihr könnt dann entscheiden, was euch am besten gefällt. Okay, und ich brauche noch mein Snail, benutze ich jetzt hier. Und mache mir einfach auf die Rückseite, unten auf die Spitze, so ein bisschen Kleber. Und da klebe ich mir jetzt einfach meinen Leinfaden mal hin. Den längeren auf den weiter oberen Drachen, so. Und auf die Rückseite klebe ich mir dann noch Dimensionals. Ich glaube, zwei reichen. Und so mache ich es bei dem anderen auch. Was ihr natürlich auch machen könntet, wäre, dass ihr euch hier an den Seiten noch so Schleifchen hinmacht. Das haben die ja auch auf die Drachen. Das wäre natürlich auch süß. So. Ich wollte ja eigentlich den Fleck überdecken, aber der ist echt an der blöden Stelle. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Naja, machen wir vielleicht Glitzersteine dann drüber oder so. Mal gucken. Okay, und dann nehme ich mir meine kleinen Schleifchen, die biege ich so ein bisschen nach oben, dass sie noch so ein bisschen abstehen und klebe mir die einfach auf einen kleinen Klebepunkt auf und den Klebepunkt, den rolle ich so zusammen. Dann passt der perfekt unter die Schleifchen rein. Und das klebe ich mir jetzt hier unten einmal hin. Den Himbeerroten auf meinen terrakottafarbenen Drachen unten drauf. Ich finde, das Himbeerrot, das passt dann auch irgendwie total gut dazu. Das hat nur irgendwie was. Und hier könnt ihr ein bisschen mit eurem Leinfaden spielen. Der muss nicht gerade runterhängen und ganz fix fest sein, sondern der kann da einfach schon ein bisschen nach oben sein oder zur Seite, ein bisschen gebogen. Halt mir den jetzt so ein bisschen hin. Mal gucken. Ja, von der Farbe her habe ich jetzt den falschen. Und dann kürze ich mir einfach unten nur den Faden so ein. Also ihr seht es hier, eigentlich ist es ganz gut gelungen, dass hier der Faden auch ein bisschen hoch steht. Das macht einfach, ja, das ist einfach schön. Hier habe ich es jetzt eher flach aufgeklebt. Aber so finde ich, das ist einfach süß. Hoppla.
Und dann haben wir noch unsere selber ausgeschnittene Schleife und die kommt auch noch hier oben drauf. Auch nochmal mit einem zusammengerollten Klebepunkt. So ihr Lieben, also die Karte ist jetzt schon fertig. Wer möchte, kann jetzt natürlich noch so wie hier ein Gesicht drauf malen. Oder man lässt es einfach so, es wirkt vielleicht ein bisschen erwachsener. Ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt, wie ihr die Drachen machen würdet, ganz spitz, oder ob ihr die auch oben so lassen würdet. Ich weiß nicht, für mich gehört es so, aber habt ihr ja manchmal andere Ansichten. Okay, und wer möchte, kann jetzt natürlich noch ein paar Glitzersteine aufbringen. Ich mache das jetzt auch noch irgendwie, finde ich das ganz schön. Aber dann ist unsere Karte auch schon fertig. Irgendwo ist meine Pinzette. Dazu nehme ich mir jetzt einfach noch die Strasssteine und ja, ich versuche, weiß nicht genau, ob ich das überdecken kann hier oben mit so einem großen Glitzerstein vielleicht. Geht, oder? Fällt gar nicht mehr auf. So. Ja, ich glaube, es reichen 3 Steine jetzt. Da kommt noch ein bisschen näher dahin. Also wer ganz viel Bling-Bling macht, könnte auch noch Glitzersteine auf die kleinen Schleifen machen. Ich lasse das jetzt aber so. Und was ich jetzt auf dieser Karte noch gemacht habe, ist, dass ich mit Wink of Stella meine Schleifchen eingeglitzert habe. Und das finde ich, das können wir jetzt schon noch ein bisschen machen. Man muss auch nicht alle einglitzern, aber so ein bisschen Glitzer auf der Karte ist auch nicht schlecht. Und hier habe ich es auch so gemacht, dass ich die noch so umrandet habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube in der Kamera sieht man es gar nicht, oder? Naja, aber wenn man es vor sich hat, dann sieht man noch so einen kleinen Glitzerrand. Das kann man selbstverständlich auch noch machen. Also mit Glitzer dürft ihr euch sowieso austoben. Okay, ihr Lieben, also das ist meine herbstliche Karte mit einer Stanze, ganz schnell gemacht. Und mit ein bisschen selber gemachtem Designerpapier. Wie gesagt, ihr könnt selbstverständlich auch einfach ein anderes Designerpapier, das ihr noch übrig habt, verwenden und dann hier noch so eine andere Farbnuance reinbringen vielleicht oder einfach euer Papier ein bisschen verringern, euren Papierbestand. Oder ihr macht es einfach so, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir war das ein bisschen zu dunkel. Es kommt jetzt leider in der Kamera noch dunkler raus mit dem Ziegelrot. Das ist eigentlich ein bisschen heller als auf der Kamera, würde ich sagen. Vielleicht seht ihr es dann an den Bildern besser. Deswegen habe ich jetzt hier das Sahara-Sand gewählt. Ich finde es jetzt auch sehr schön und ist vielleicht noch ein bisschen die erwachsenere Karte, weil die eben keine Gesichter drauf hat. Aber das kann man natürlich noch ergänzen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!